Abends erwacht die Altstadt erst richtig. Vielleicht ein Glas Wein in einer Taverne, dazu ein paar griechische Vorspeisen oder doch gleich Fisch am Hafen von Piräus. Der ist ja weltberühmt und per Taxi nicht weit, oder? In der Nähe vom Hafen. In Piräus. Yes, 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 yes. Können Sie uns dahin bringen? Okay. Seit der Wirtschaftskrise in Griechenland gibt es klare Vorschriften. Alles nur mit Quittung. Bei einer Taxifahrt muss auch das Taxameter eingeschaltet sein. Als unser Fahrer an einer Ampel aussteigt, sehe ich, dass hier was krumm ist. Er kommt jetzt gerade nicht weiter. Wir stehen in sowas wie einer Sackgasse. Aber es gibt mir Gelegenheit, mich mal umzuschauen. Seht ihr hier irgendwo ein Taxameter? Nee, ne? Mit anderen Worten, das kann alles oder nichts kosten. Die Strecke ist weder besonders weit, noch herrscht viel Verkehr. Im Reiseführer ist sie mit knapp 9 Euro angegeben. Wie viel? 15 Euro. 15. Aber zumindest eine Quittung gibt's. Per Hand geschrieben. Trotzdem. Das ist der eindeutige Beweis, zumindest für mich, dass hier nicht alles koscher ist, was die Taxifahrer machen. Ein Unterschied von 50% im Preis, das ist enorm viel, wenn es auf die lange Strecke gerechnet wird. Ich brauche klare Informationen. Die bekomme ich von Myria Vazio. Sie ist Verbraucherschützerin, genau die Richtige also, die mir sagen kann, wann ich in Athener Taxis über den Tisch gezogen werde. Auch wir in Griechenland nennen das Schwarzgeld Black Money. Wer keine Rechnung ausstellt, steckt das ganze Geld in seine eigene Tasche. Das wirkt sich negativ auf die Gesellschaft aus und ist einer der Hauptgründe für die Finanzkrise. Es ist also ein sehr ernstes Thema. Und die schalten ja manchmal nicht mal das Taxameter ein. Ist das wirklich erlaubt? Darf ich von einem Taxifahrer in Athen erwarten, dass das Taxameter an ist? Ja, natürlich. Sobald Sie einsteigen, sollte das Taxameter laufen. Taxameter an, ehrlicher Fahrer. Aus, ein Betrüger. In einem solchen Fall rät mir Myria, per E-Mail Beschwerde einzureichen. Ja, jetzt haben wir es offiziell. Der griechische Verbraucherschutz lädt mich als deutschen Touristen herzlich dazu ein, mich hier laut zu beschweren. Über Ungerechtigkeiten, über Abzocke und Schwarzgeld, was hier gemacht wird. Weil das ist Gift für die griechische Wirtschaft. Und der Tourismus hier ist durchaus auf deutsche Gäste angewiesen. Und wir haben es in so einer schönen Stadt gerne schön kompakt. Zum Beispiel bei einer Sightseeing-Tour mit dem Taxi. Die Wege sind nicht allzu weit und die Taxipreise sind sehr gering hier. Ja. Und das kann man sich zu Nutzen machen, indem man, das haben wir heute vor, eine ganze Stadtrundfahrt im Taxi macht. Und da gibt es einiges zu sehen. Wir beginnen das Ganze am Monastiraki-Platz, zum Archäologischen Nationalmuseum. Es geht dann zur Nationalbibliothek, zurück zur Akropolis und dann, darauf freue ich mich besonders, nach Piräus, zum Hafen. Wir haben ausgerechnet, was uns das ungefähr kosten wird. Und da gibt es die große Überraschung, eine positive Überraschung. Was meinst du, was wir insgesamt zahlen werden dafür? Plus, minus, würde ich sagen, also unter 30 Euro. Unter 30 Euro. Sagen wir mal um die 30 Euro. Sagen wir mal Trinkgeld, weil die Taxifahrer nett sein werden, 35 Euro. Ganz bewusst suchen wir uns Plätze aus, an denen auch viele Touristen vorbeikommen. Wie ehrlich werden wir in Athen befördert? Can you? Hello. To the National Library? Also mir ist nicht ganz klar, was das Taxameter macht. Das sind immer wieder Zahlen, die hochgehen, runtergehen. Mir ist nicht ganz klar, was da jetzt für ein Preis am Ende rauskommt. Wir fahren. Aber schlau werde ich aus diesem Gerät nicht. Mein Kollege Peter rechnet auf einer App auf dem Rücksitz zum Vergleich den offiziellen Tarif aus. Da bin ich gespannt. 5. Okay. Okay. Can you give me Können Sie mir eine Rechnung geben? Give me a receipt? Eine Rechnung? Yes, yes. Ja. Bye, bye. Bye, bye. Der war jetzt okay. Wir verfolgen weiter die vereinbarte Route. Vielleicht sind es eher die Neben- als die Haupteingänge der Nationalbibliothek, an denen die Schlawiner lauern. Hallo. Hallo, wir müssten zur Akropolis. Ein Blick auf das Taxameter sagt alles. Schau mal, und lustigerweise, die Maschine ist überdeckt. Man sieht es gar nicht. Der Wagen setzt sich in Bewegung. Das Taxameter eher nicht. Lieber erklärt uns der Fahrer, wo die wahren Diebe lauern. In der Akropolis gibt es viele Taschendiebe.
Echt? Ja, seien Sie am Vorplatz und bei der U-Bahn-Station einfach etwas vorsichtiger. Den, der sich mir am meisten was aus der Tasche ziehen will, der sitzt, glaube ich, eher neben mir, als dass er auf der Akropolis steht. Die Fahrt insgesamt wieder nur ein Katzensprung. Auf der Karte ist genau zu sehen, 3,20 Euro ist der im Taxitarif festgelegte Preis. Und was verlangt unser Fahrer? Das wären dann 8 Euro. 8 Euro? 8 Euro. 8. Okay. Okay, hier, bitte. Thank you very much. Okay. Auf Wiedersehen und passt auf euch auf. Und der Mann hat jetzt gerade betrogen. Uns und auch die Steuer. Das war Schwarzgeld, ohne Quittung. Das Taxameter war die ganze Zeit aus. Seine launigen Geschichten kann er, finde ich, für sich behalten. Dafür sollte er lieber ehrlich sein und so eine Maschine anmachen. Um ehrliche Taxifahrer scheint es also in Athen nicht gut bestellt zu sein. Stadium. And then Piraeus. Ein bekanntes Bild. Das Taxameter läuft nicht. Am Ende werden wir den darauf ansprechen, weil das ist hier wirklich Betrug der allerersten Sorte. Und auch strafbar. Der Fahrer riskiert seine Existenz, wenn er erwischt wird. Das Taxameter ist aus. Der betrügt, während er da drin sitzt. Wenn jetzt Polizei käme, hätte der ein Problem mit seiner Lizenz. Aber wir ziehen das jetzt bis zum Ende durch. Hier haben übrigens die ersten Olympischen Spiele der Neuzeit stattgefunden. Ein Platz, der für Fairness steht. Welch Ironie. Von dem Ort, wo wir eingestiegen sind, unterhalb der Akropolis, bis hierhin und dann nach Piräus weiter. Das wären üblicherweise bei Tag jetzt 11, 12 Euro. Ja. Ungefähr. Selbst mit Wartezeit 13 vielleicht. Aber ich habe das Gefühl, dass der uns das Dreifache abnehmen wird gleich. Mein Gefühl verstärkt sich beim Blick auf das Taxameter. Dies ist die längste Strecke auf unserer Tour. Kosten dürfte sie um die 10 Euro. Wie dreist der Fahrer wohl zuschlagen wird? So, wie viel ist es jetzt? 32 Euro. 32 Euro. Du solltest vielleicht wissen, dass wir keine Touristen sind. Wir kommen vom deutschen Fernsehen. Oh mein Gott. Und wir fahren schon den ganzen Tag Taxi. Was würdest du sagen? Wie viel Prozent der Taxifahrer machen solche krummen Nummern? Hä? Jeder macht das. Als Taxifahrer muss man Schwarzgeld kassieren, sonst verdient man fast nichts. Also er sagt, er muss es eigentlich machen, um zu überleben, auch mit dem Lächeln. Sonst würde er das so. Das machen wir alle so. Ich weiß, aber das macht es nicht legaler. Es ist doch nur Schwarzgeld aus Taxifahrten. Und das ist genau das Problem von Griechenland, dass einer wie er nicht versteht, dass das, was er tut, illegal ist. Wir werden jetzt nicht die Polizei rufen. Sowas machen wir nicht, aber trotzdem. Vor allem wollen Touristen ehrlich behandelt werden, wenn sie sich ein Taxi nehmen. Und zur Ehrlichkeit gehört nun mal ein Taxameter. Da, wo ich herkomme, haben alle Taxen sowas. Ich weiß. Normalerweise kostet die Fahrt nach Piräus 10 Euro. Ich weiß. Der Fahrer gesteht seinen Betrug. Von schlechtem Gewissen oder Unrechtsbewusstsein keine Spur. Es wird noch lange dauern, bis sich hier was ändert. Deshalb mein Tipp für alle Athen-Besucher. Immer vorher besprechen, wo man genau hin möchte, dass es nicht ausartet in irgendeine dumme Stadtrundfahrt. Und auch, wenn es ein bisschen deutsch ist, darauf bestehen, dass alles korrekt abläuft. Wer so aufpasst, verbringt eine wunderschöne Zeit in der griechischen Metropole.